Während in der Küche die köstlichsten Dinge entstehen, macht sich die Weinelf auf den Weg durch Luigis Olivenhaine zum hoteleigenen Fußballplatz. Wie ist der Gegner einzuschätzen? Schwer? Ich fürchte ja, denn sowohl ein Europameister als auch ein Weltmeister spielen mit. Und das macht mir Sorgen. Und? Gibt es eine taktische Vorgabe vom Coach? Nein. Wir spielen so wie immer unser System und deshalb bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wir gut bestehen können. Leicht wird es die Weinelf nicht haben, denn Luigi ist es gelungen, seine Toskana-Auswahl schlagkräftig zu verstärken. Der ehemalige Trainer der Frankfurter Eintracht, Horst Heese, ist mit von der Partie. Ebenso wie Ex-Profi Hans-Peter Briegel, Europameister von 1980. Und Thomas Berthold, 1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Das italienische Fernsehen ist zur Stelle und will wissen, was den deutschen Verteidigungsminister hier auf den Fußballplatz treibt. Im Grund. Also erstens finde ich es hervorragend, wenn hier die besten Weinanbaugebiete Europas, das heißt hier die Toskana und die deutschen Weinanbaugebiete, zusammen Fußball spielen und wenn Menschen zusammenfinden, das ist, glaube ich, das, was Europa nach vorne bringt. Fürs Fernsehen sind auch die deutschen Ex-Profis interessant, die italienische Honoratioren-Elf verstärken werden. Briegel und Berthold haben viele Jahre in Italien gespielt und sind hier nach wie vor sehr bekannt. Das Gruppenfoto ist im Kasten, es kann losgehen. Was für Publikum wir sind. Die Weinelf lässt sich von den großen Namen nicht beeindrucken, spielt tapfer und offensiv, erkämpft mehrere Torchancen. Nur die Tore, die schießt leider überwiegend der Gegner. Es ist eine faire Begegnung, für die Sanitäter gibt es nichts zu tun. Den italienischen Lokalpolitikern geht nach und nach die Puste aus. Sie lassen sich gegen Jüngere auswechseln. Minister Jung hält hingegen die volle Spielzeit durch. Doch es nutzt alles nichts. Am Ende steht es 6:1 für die Toskana-Auswahl. Wir haben wieder Erfahrungen gesammelt, die wir in der Zukunft verwenden werden und umsetzen. Toll in der Toskana zu sein. Und jetzt kommt die dritte Halbzeit. Jetzt kommt die dritte Halbzeit und da werden wir einiges kompensieren können. Hans-Peter Briegel verrät dem italienischen Reporter noch schnell, dass er den deutschen Weißwein für ebenso gut hält wie den italienischen Roten. Und Thomas Berthold schwärmt von der italienischen Küche, die leider auf Dauer nicht gut sei für die Taille. Ciao, grazie, complimenti.